meine Damen und Herren, steigt das erste TV-Duell, in dem Hillary Clinton und Donald Trump zum ersten Mal direkt aufeinandertreffen. Das wird ein richtiger Straßenfeger, ein absoluter Kracher. Wahrscheinlich sind das 100 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer, die zuschauen werden. Denn, das ist die absolute Sensation, Trump und Clinton liegen mittlerweile fast gleich auf. Wie kann das sein? Das fragen wir einen Mann, der seit Jahrzehnten in den USA lebt und den Wahnsinn vermutlich deuten kann, nämlich Thomas Gottschalk. Außerdem bei uns der Präsident des Europäischen Parlaments, Martin Schulz, der ehemalige Kanzlerkandidat Oscar Lafontaine und die Politikberaterin vom renommierten Brookings-Institut aus Washington, Constanze Stelzenmüller. Herzlich willkommen Ihnen allen. Thomas Gottschalk, wie bekloppt sind die Amerikaner eigentlich, dass inzwischen vorstellbar scheint, dass Trump gewählt wird? Wir können die Amerikaner beneiden, wir können sie belächeln, wir können sie beschimpfen, aber eines können wir nicht wirklich, wir können sie nicht wirklich verstehen. Die sind einfach etwas anderes, der Peter Sloterdijk nennt die in seinem aktuellen Buch ein rätselhaftes Kindvolk. Und da hat er nicht Unrecht. Sie sagen, Herr Schulz, es wird eine Riesenkatastrophe, wenn Donald Trump gewählt wird. Warum denn eigentlich? Ich glaube, man kann es sich nicht so leicht machen, dass man die Amerikaner als ein Kindvolk bezeichnet, ist nett, wie der Herr Sloterdijk das tut. Aber das Trump-Phänomen ist ja kein US-amerikanisches Phänomen alleine. Das erleben wir hier in Europa auch. Schauen sich Frau Le Pen an, schauen sich die AfD in Deutschland an, Herr Wilders in den Niederlanden oder Herr Strache in Österreich. Wir haben im Moment eine Situation, jeden Tag wird die Welt ein Stück komplizierter und schwerer erklärbar. Und jeden Tag haben zugleich diejenigen, die alles vereinfachen und für alles einen Sündenbock haben, als Erklärung Hochkonjunktur. Und auf dieser Welle reitet auch Trump. Und die Erklärung ist deshalb nicht ein amerikanisches Kindvolk, sondern ein tief sitzendes Unbehagen von Menschen, die sich gefährdet fühlen, die das Gefühl haben, mein eigenes Schicksal, mein eigenes Leben, das Schicksal meiner Kinder, meine individuellen Bedürfnisse interessieren die da oben überhaupt nicht. Und deshalb glaube ich, ist der beste Weg gegen Trump, dass wir nicht auf diesen blinden Vereinfachungskurs reinfallen, sondern den Versuch unternehmen, durch sehr konkrete, aber für die Menschen nachvollziehbare und verständliche Erklärung und Handlung. Aber was heißt wir? Sie können ja nichts ändern daran, dass ein Großteil der amerikanischen Wähler sich im Moment vorstellen kann, Herrn Trump zu wählen. Nein, ich glaube schon, dass zum Beispiel der Unterschied zwischen Trump und Hillary Clinton darin besteht, dass Hillary Clinton ganz konkrete Vorschläge unterbreitet. Mhm. Und Trump aus seiner Fähigkeit, konkrete Vorschläge für intellektuellen Blödsinn zu erklären. Also jeder, der Sachverstand hat, ist ein intellektueller Klugscheißer, in Anführungszeichen. Das macht der eine Wahlkampagne. Und man darf dem nicht nachgeben, weil wenn sozusagen das Erklären von Sachverstand in das Gegenteil verkehrt wird, nämlich zu Blödsinn erklärt wird, dann haben Sie am Ende diejenigen, die Sachverstand für Blödsinn halten, an den Schalthebeln der Macht sitzen. Und das halte ich in dieser immer schwieriger werdenden Welt für eine Katastrophe. Und deshalb glaube ich, werden wir gut beraten, wenn wir bei allen Defiziten, die Hillary Clinton hat, als Europäer darauf setzen, dass in Amerika nicht der Bauch gewinnt, sondern am Ende die Vernunft. Frau Stelzenmüller, wie ignorant ist es, dass man denjenigen, die sich vorstellen können, Donald Trump zu wählen und die ihn möglicherweise auch wirklich wählen werden, vielleicht nach Abwägung, wie es Herr Johnson für sich beschrieben hat, wie ignorant ist es, denen einfach fehlendes politisches Verständnis oder auch fehlendes Interesse an Sachverhalten zu unterstellen? Also erstmal zur Klärung, ich gehöre zu den intellektuellen Klugscheißern. Also ich mache nicht Politikberatung, sondern Politikerklärung. Insofern dürfen Sie eigentlich mich gar nicht ernst nehmen. Aber ich beantworte trotzdem gerne Ihre Frage. Habe ich nicht verstanden. Ich glaube, warum soll ich Sie nicht ernst nehmen? Nein, weil in der postfaktischen Trump-Welt Leute, die sagen, sie versuchen was zu verstehen und was zu erklären, schon mal also überhaupt nicht zählen. Mhm. Daran muss man sich in unserer Sparte auch erstmal gewöhnen, dass man für grundsätzlich diskreditiert wird. Aber jetzt eine ernsthafte Frage auf Antwort auf Ihre Frage will ich Ihnen natürlich geben. Ich glaube, man sollte und ich finde diesen Spruch von Sloterdijk ganz furchtbar. Also das grenzt ans Rassistische. Also den möchte ich nicht mal noch mal zitieren. Ich glaube, man sollte die Ängste,
die Sorgen und die, meinetwegen auch die Wahnvorstellungen, die sich da artikulieren, ernst nehmen. Herr Gottschalk, liefert er das bessere Entertainment und kommt deshalb mit den Lügen durch? In der Tat sehe ich, und das möge man mir verzeihen, und deswegen sitze ich ja wahrscheinlich hier, nicht die politischen Zusammenhänge, die versuche ich zu verstehen, und ich verstehe sie in Amerika nicht, ich darf da auch gar nicht wählen und bin da auch nicht scharf drauf. Aber natürlich sehe ich psychologische Effekte, die ich als Entertainer kenne. Also für mich wäre das ungefähr so, wenn Trump in Amerika Präsident wird, das wäre so, wenn man Dieter Bohlen jetzt fragen würde, ob er Nachfolger von Herrn Gauck werden würde. Das ist ein Egomane. Das ist, der Mann entspringt ja einer Reality-Show. Dieses Apprentice, wo sein berühmter Satz, you are fired, dadurch ist der bekannt geworden. Und ansonsten ist der sowas, wie wir hier Bernie Ecclestone sehen, ein unheimlich reicher Mann mit vielen Frauen und der hat da, wenn du in New York unterwegs bist, an jedem fünften Haus steht irgendwas mit Trump. Diese Universität, die ja nun ein ziemlicher Fake war, wo du also dir irgendwelche Kurse kaufen konntest für viel Geld. Also der Mann hat ja nichts, was man ihm nun politisch im Grunde abkaufen könnte. Und er spricht ja auch dauernd von seinen Quoten. Er sagt in meinen Shows, alle schalten zu. Er ist völlig von sich benebelt und spricht in einer Art und Weise über Politik, dass ich begeistert ihm zuschaue als Entertainer. Aber als Wähler sage ich um Himmels Willen. Herr Johnson. Ich glaube schon, dass man im Fall von Trump also nicht nur Lügen, sondern auch ganz üblen, also entwürdigenden, menschenunwürdigen Entgleisungen reden muss. Gegenüber Behinderten, gegenüber Frauen, gegenüber Journalisten. Er hat, also ich, was mich als Juristin wirklich besonders schockiert, ist, dass er so viel Verachtung geäußert hat für die Grundsätze des amerikanischen Verfassungsstaates, für die Unabhängigkeit von Richtern des obersten Gerichtshofs und. Er hat eigentlich kein Tabu unverletzt gelassen. Und deshalb kann ich das auch nicht komisch finden, dieses Thema. Ich kann mich darüber nicht amüsieren. Ich habe republikanische Freunde, ich habe auch Freunde, die Neokonservative waren und die für den Irakkrieg waren, die das heute natürlich anders sehen, aber die diese Briefe mit unterschreiben und die sagen, ich werde notfalls, Bob Kagan gehört dazu, ich werde notfalls dann Hillary Clinton wählen, weil hier geht es um das Schicksal unseres Staates. Das ist für mich kein Entertainment-Thema. Und da ist es auch viel zu spät, finde ich, zu diesem Zeitpunkt, um über Donald Trump noch als Entertainer sich zu amüsieren. Na, vor allen Dingen, weil das auch Folgen für uns haben wird, Punkt leben, dass er Emotionen wecken kann, dann kommen Sie doch mit, oder nicht? Ja, man kann diesen Mann, die Entertainment-Wirkung dieses Mannes und seine Fähigkeit, Leute zu bezirzen, das können wir analysieren. Aber wir dürfen da nicht stehen bleiben. Das hat gravierende politische Konsequenzen, nicht nur für das Land, das unser Bündnispartner ist, sondern auch für die Sicherheit und die Zukunft von Europa. Das ist die Grundlage, auf der wir hier reden müssen. Welche Konsequenzen sehen Sie da? Welche Konsequenzen sehen Sie und meinen Sie gerade, wenn Sie das sagen? Also ich sehe das ja, ich bin ja, wie schon gesagt, Politikerklärerin, nicht Beraterin. Aber ich sehe ja jetzt schon, dass die Entwicklung in den USA, die Hilflosigkeit, mit der das republikanische Establishment, aber auch das demokratische Establishment diesen Mann und diesen Tendenzen, diesen Gefühlen gegenübersteht, hier schon in der Außen- und Sicherheitspolitik eingepreist wird. Ich finde, wie im Guten, wie im Schlechten. Ich möchte jetzt auch niemanden mit Details langweilen, aber das, sagen wir mal, auch das, also doch Erstarken des Selbstbewusstseins von Herrn Putin. Ja? Das Gefühl, dass im Kreml, dass sie in Syrien alles machen können und dass wir hilflos zusehen, das wird ja dadurch befördert. Ja, und das geht uns sehr wohl etwas an, weil das ist näher an uns als an Amerika. Mir geht es ähnlich wie Frau Stelzenmüller. Alle Gesprächspartner, die ich in Washington habe, auch in der Republikanischen Partei, im Senat und im Abgeordnetenhaus, schlagen die Hände über dem Kopf zusammen, weil sie nicht glauben, dass das Check-and-Balance-System mit diesem Mann zu machen ist. Weil sie fest davon überzeugt sind, der ist in seinem, ja, in seiner Selbstverliebtheit und in seiner Hemmungslosigkeit und in seiner Verachtung für die Verfassungsstruktur, und da teile ich Ihre Meinung, so weit gegangen, dass er unberechenbar wird. Ich will aber vielleicht auf das, was Oskar Lafontaine nochmal zu den Emotionen und der Vernunft gesagt hat, zurückkommen. Politiker, die Macht haben, exekutive Macht, können mit ihren Entscheidungen auf Generationen hinweg das Leben von Menschen prägen. Deshalb ist es gut, dass den Kandidatinnen und Kandidaten für solche Ämter auf die Finger geschaut wird.
Deshalb ist es gut, dass während sie im Amt sind, es Opposition und Medien gibt, die von morgens bis abends diesen Leuten, also Leuten wie, und ja, du hattest exekutive Macht, ich noch nicht, auf die Finger schauen und sie prüfen. Aber was bringt es? Und diese Leute bezeichnen, diese Leute bezeichnen Donald Trump als Leute, die er nicht hinrichten will, aber die man nicht gebrauchen kann, die man abschaffen muss, die man, also das hat schon fast totalitäre Züge. Ich würde mir wünschen, wir würden Emotionen dagegen setzen und sagen, dieser Mann ist gefährlich. Also es wird ja die ganze Zeit bei uns immer so vornehm drum herum geredet. Ich habe gesagt, der Typ ist gefährlich. Wenn der exekutive Macht kriegt, mit der Waffen, mit dem Waffenpotenzial der USA, mit den politisch weltweiten Einflüssen, der Wirtschaftsmacht USA, sehe ich große Gefahren auf die Welt kommen. Ich glaube, man muss amerikanischen Bürgern, notfalls eben auch in Talkshows, und da würde ich mir wünschen, Hillary Clinton ging da härter zur Sache, sagen, der Typ ist eine Gefahr. Und deshalb muss man die Kombination schaffen zwischen rationalen Vorschlägen und der Emotion, die dahinter setzt. Der Kampf ist noch nicht verloren. Ich würde mir wünschen, er würde, so wie Bernie Sanders gemacht hat bei den Demokraten, jetzt mal richtig loslegen. Es geht um zu viel, als mit wohlgesetzten Worten gegen Trump zu kämpfen. Aber womöglich ist daraus auch der... Ich glaube, dass Trump einfach auf einem anderen politischen Planeten agiert und Erfolge hat. Und er ist vielleicht ein Modell eines neuen Politikers. Und in diesem Fall würden dann sich auch Herr Lafontaine und Herr Schulz noch mal umgucken müssen. Also wenn das stimmt, was ich sage, dass das auch zu uns rüberschwappen könnte. Ja? Dann müssen wir vielleicht nur noch auf den Trump-AfD-Kandidaten warten. Und dann werden wir sehen, wie solide bei uns die Demokratie ist. Aber einstweilen muss ich auch sagen, Clinton... Was soll das heißen, dass man den Kandidaten, der auf einem anderen Planeten ist, nicht mehr mit herkömmlichen Mitteln kontern kann? Das ist offensichtlich... Ich habe das jedenfalls... Also in Washington lebend seit 2 Jahren habe ich den starken Eindruck, dass die Republikanische Partei nicht weiß, wie sie ihren eigenen Derwisch wieder einfangen soll. Ja? Und das ist wirklich schockierend. Und die Gegenkandidatin weiß es auch. Und die Gegenkandidatin hat es auf der eigenen Parteikonvention, also dem Parteikongress, im Sommer eigentlich ziemlich gut gekonnt. Ja? Er hat dann nur danach, und danach hatte er auch in den Umfragen ja ein richtiges Tal. Aber er hat wieder aufgeholt. Und ich glaube, es ist tatsächlich sehr schwer für sie, das zu kontern. Aber ich möchte trotzdem auch noch mal sagen, sie wird, und das finde ich wirklich erstaunlich, also an ganz anderen Maßstäben gemessen als er. Der kann sich wirklich jeden Whopper leisten, wie die Amerikaner sagen. Die erstaunlichsten Fehlleistungen. Und die Frau ist, natürlich hat sie auch außenpolitische Fehlentscheidungen getroffen, aber sie hat keinen Krieg geführt, den Krieg führt ein Präsident, Herr Lafontaine, wirklich. Wollen wir die Kirche im Dorf lassen, um einen Ich habe gesagt, Herr Trump hat noch keinen Krieg geführt. Ja, aber sie auch nicht. Und die Frau hat eine bemerkenswerte politische Erfahrung. Und was ich noch wichtiger finde, ist, sie hat, und das ist, haben ja nicht so viele Politiker, sie hat echte Lernfähigkeit gezeigt. Ja, die hat umgedacht. Sie hat das auch offen zugegeben, wenn sie Fehler gemacht hat. Die Sache mit dem E-Mail-Server ist ein Fehler. Die Sache mit der Foundation. Die Foundation ist nach allem, was man weiß, sauber. Ja. Ja? Sie sollte sich aber längst von der richtig abgekoppelt haben. Herr Trump hat sich von seinen Unternehmen überhaupt nicht abgekoppelt. Der denkt auch gar nicht dran. Ja. Im Übrigen hat er 4-mal Pleiten gemacht. Also wir sagen, da werden völlig unterschiedliche... Wollen wir sagen, Pleite gemacht mit Spielcasinos. Ja, richtig. Also mit anderen Worten, das wird an völlig unterschiedlichen Maßstäben gemessen. Diese Stiftung von Clinton hat nach allem, was man weiß, beste Noten und macht wirklich wichtige Dinge weltweit. Herr Lafontaine, Sie wollten kontern. Wir waren bei der Frage, holt Trump nur auf, weil Clinton so schwach ist? Ich würde nicht sagen, weil Clinton so schwach ist, sondern nur weil die Bürgerinnen und Bürger der Vereinigten Staaten ein Bild von ihr haben. Das Bild kommt nicht von ungefähr. Sie ist ja keine Unbekannte. Aber ich würde gerne das Thema ein bisschen weiterspannen. Hat eigentlich der Präsident die Macht, um das mal so zu sagen? Ich habe ja damals, in der Zeit, die Sie angesprochen haben, versucht, Vorschläge zur Regulierung der Finanzmärkte, zumal ein Weltproblem. Es gab ja Konferenzen, Sie wollten die Finanzmärkte... Die Zeit habe ich gar nicht angesprochen, das ja, regulieren. Ja, nur, ja, es ist aber ganz entscheidend so. Und jetzt, nichts passiert. Das heißt, die Wall Street ist immer stärker als jeder Präsident. Ich will das hier mal sagen, man kann dem widersprechen, ich sage es ja aber. Dann gibt es den industriellen Komplex, kriegsindustriellen Komplex, vor dem schon Eisenhower gewarnt hat. Und das ist jetzt das große Problem.
Die Kandidatin Clinton ist eine typische Vertreterin dieses Komplexes. Sie wird von der Waffenindustrie bekommt sie Spenden, sie bekommt von der Ölindustrie Spenden, sie bekommt von Saudi-Arabien Spenden. Man glaubt das gar nicht, aber es ist so. Bei Trump natürlich der Lobbyist der Waffen. Ja, ich komme gleich zu Trump. Ich will also hier nicht in Eindruck erwecken, ich verteidige Trump. Nee, ich versuche zu erklären, warum eben Trump leichtes Spiel hat. Clinton hat eben das Image, dass sie eben eine Kandidatin der Wall Street und der Kriegsindustrie ist. Und das hat ja Sanders zu seiner Kampagne gemacht. Er hat gesagt, ich möchte gewählt werden, weil sie eben zu sehr von Wall Street und von der Kriegswirtschaft und so weiter abhängig ist. Und weil Sie vorhin eingeworfen haben, sie hätte keine Kriege geführt oder so, sie war ganz entscheidend für den Libyen-Krieg. Das weiß jeder, das ist weltweit bekannt. Sie nicken, das war nun mal sie in erster Linie. Und war ein Desaster, hat sie damit zu verantworten. Dabei können wir doch nicht hinwegtäuschen. Und sie fordert also mehr Bomben, beispielsweise in Syrien. Ich hätte wirklich Schwierigkeiten zu entscheiden, wer da zu wählen ist. Frau Clinton hat also nicht nur kleine Fehler, sie hat erhebliche Fehler. Und der berühmte Regisseur Oliver Stone hat zu Recht gesagt, sie gehört zur Kriegspartei der Vereinigten Staaten. Herr Jeh, das ist jetzt... Also darf ich? Klar. Also, Entschuldigung, das ist jetzt wirklich die gesamte, Sie sind gerade durch die gesamte Mottenkiste der antiamerikanischen Klischees geritten. Also ich fange mal an. Ich sag doch auch nicht, also, Sie sind eine Marionette. Ist doch nicht ich sag doch auch Amerika, nicht, Sie sind eine Marionette des Vatikans, weil Sie in der katholischen Schule Wort, waren. Entschuldigung, das dümmste Wort, das in der Debatte hier verwandt wird. Wir sind für die Menschen, die in den Vereinigten Staaten eben große Probleme haben, die soziale Probleme haben. Die alle, das ist, sind die Vereinigten Staaten. Ja. Man kann nur nicht eben die Oberschicht als Amerika bezeichnen, und wenn man sie kritisiert, ist das antiamerikanisch. Das ist wirklich nicht sehr intellektuell. Insofern können Sie ruhig in unserer Runde bleiben. Und danke Ihnen. Das ist nett von Ihnen. Aber, Sie sind sehr herzlich willkommen. Strafe für die Kuhscheiße. Also, aber hören Sie, das sind doch trotzdem Klischees. Verzeihung. Also, die Hörigkeit zur Wall Street, das stimmt nicht. Den militärischen industriellen Komplex, den gibt's so nicht. Der Krieg in Libyen ist mit Hilfe einer UN-Resolution ermöglicht worden. Es ist aber vom Sicherheitsrat der Vereinten Nationen abgesegnet worden, Herr Lafontaine. Ja, das war nach dem Grundsatz der Responsibility to Protect. Ja, das wollen wir doch mal nicht vergessen. Ja, da hat ein Großteil von Europa mitgemacht und wir haben auch nicht dagegen gestimmt. Wir haben uns enthalten. Ja, also will sagen, ich finde, Sie klettern einfach hier die Dinge auf eine Weise, die sozusagen nicht der Wahrheitsfindung dient. Und ich glaube, dass Hillary Clinton auf vielfache Weise ihre intellektuelle und auch politische Unabhängigkeit bewiesen hat und diesen militärisch-industriellen Komplex, das ist wirklich eine uralte Geschichte, das gibt es so aber gar nicht mehr. Was die Rüstungsindustrie, aber, die wäre froh, wenn die sich, wenn ihr wenn die entgegengehalten Leute so steuern wird. Können, nicht. Ich glaube, die Leute, die den Film zu sehen haben, die haben ein Gefühl. Alles, was anders ist als das, was wir haben, ist besser. Ja. Das ist, glaube ich, das Gefühl. Und Trump macht das natürlich sehr geschickt. Und das kann er in der Situation machen. Er sagt, ich bin nicht käuflich. So wendet er das. Und das ist in einer Situation, in der also die Präsidentschaftskampagnen ja wirklich mit Milliarden mittlerweile finanziert werden von großen Spendern, ist das natürlich ganz geschickt. Nun zitiere ich nochmal zum Klischee einen amerikanischen Präsidenten, Jimmy Carter, der hat gesagt, wir haben mittlerweile eine korrupte Oligarchie, die Politik ist käuflich. Und auch da, in diese Kritik, stößt Trump hinein und sagt, ich bin nicht käuflich, ich habe mein eigenes Geld, das ist geschickt. Aber was jetzt diese Abgehängten angeht, beide Kandidaten beginnen ja jetzt vom Mindestlohn zu reden, sie wollen ihn erhöhen. Frau Clinton sagt ja, ich möchte jetzt einen klassischen sozialdemokratischen Ansatz, ich möchte jetzt, dass jeder studieren kann, dass nicht nur diejenigen studieren können, die auf Harvard gehen. Also es beginnt jetzt eine Diskussion auf soziale Verbesserungen. Nur, ich sage, wenn ich das höre mit meinen Erfahrungen, habe ich Angst, dass nach der Wahl wieder alles vergessen ist. Herr Johnson, vielleicht können Sie es uns sagen, weil Sie erzählt haben von denjenigen, die suchen. Kann man einem Populisten nur mit Populismus beikommen? Also mit dem Wort Populismus wird eben gerade in der Diskussion, die wir geführt haben, sehr viel Unfug getrieben. Denn jede Forderung, wo man also sagt, wir müssen die Renten verbessern, du bist ja ein Populist. Er sagt, die Löhne sind zu niedrig, du bist ein Populist, du redest dem Volk nach dem Mund. Dieser Begriff des Populismus hat schon die Stimmung mit aufgebaut, von der wir vorhin gesprochen haben. Okay, welcher wäre besser? Ich stimme dem zu. Am besten etwas tun.
Sehen Sie, wenn jetzt zum Beispiel Clinton beispielsweise sagt, wir wollen die Mindestlöhne erhöhen, dann denken ja viele im Moment, Obama ist an der Regierung, du warst da auch mit drin, du hättest doch was tun können. Man muss etwas tun. Aber das ist ja dann schwer für Sie. Ja, das ist jetzt morgen natürlich schwer für Sie. Morgen kann sie eben nur eine Karte, sie kann zwei Karten ziehen, die einigermaßen glaubwürdig sind. Einmal, dass sie eben sagt, ich habe politische Erfahrung, ich habe meine Kommentare dazu gegeben. Aber damit kann sie natürlich ihm gegenüber, kann sie natürlich dann argumentieren. Und sie kann natürlich, was sie ja tut, die Frauenkarte auch ziehen. Es wäre ja ein Novum, wenn zuerst mal eine Frau, die mächtigste Frau der Vereinigten Staaten wäre, in diese Richtung. Aber sobald sie sich darauf einlässt, gekaufte Politik beispielsweise, sieht sie schlecht aus, diese Karte wird er ziehen. Sobald sie sich auf die Außenpolitik einlässt, hat sie wirklich sehr viel, wo sie sich rechtfertigen muss. Das ist leider so. Sie gehört eben leider zur Kriegspartei. Das ist Oliver Stone, nicht ich.